Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Vorige Folge gab es ein bisschen viel Unfug. Nein, gab es nicht. Wir haben uns Dämmerbrecher besorgt, bevor wir die Axt von... Weiß ich nicht was, besorgen sollen für Clevicus Vile. Warum? Lag auf dem Weg und... Barbas ist ja ein ziemlich heftiger Tank, wollten wir noch ein bisschen ausnutzen. Zum Ende hat noch ein bisschen Drache ein bisschen Unfug gemacht. Der hat eigentlich schon die ganze Zeit Unfug gemacht. Und den haben wir jetzt endlich fertig gemacht. Ich habe vorbereitet, Sachen verkauft, gegessen, neues Essen geholt, ausgeruht. 6 Uhr morgens, beziehungsweise fast 7 Uhr morgens, wir können losstarten Richtung dieser einen komischen Höhle da und die Axt besorgen. Ja. So. Okay. Und da vorne ist ein Drache, toter Drache, wahrscheinlich. Ja. Ja, aus letzter Folge. Warum auch immer er jetzt hier ist und nicht mehr da unten. Wo sind meine Begleiter? Ach, da. Barbas kann man kaum überheuern. Der schreit natürlich sofort wieder, wo er ist. Damit ich es nicht vergesse, hole ich mal schnell mein Pferd ab. Und gab es noch was anderes? Habe ich was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Könnte mir mal die hier auf Favorite packen und die hier auch. Ich meine, genug davon haben wir. Würde es sich mal lohnen, auch zu benutzen. So, Pferdchen, dann geht's jetzt los. Jetzt geht's ans Eingemachte. Genau, Barbas, jetzt holen wir die Axt. Bald ist die Woche vorbei. Beziehungsweise, wenn die Folge raus ist, ist natürlich schon Freitag, 15 Uhr. Und Wochenende. Stimmt, falls einer in Düsseldorf beim Japantag ist, vielleicht sieht man sich. Da bin ich auch. Zwar nicht lange, aber ich bin dort. Ich glaube von, wir hatten überlegt, von 11 bis um so 17 Uhr. Wollten diesmal nicht so lange, denn meistens ist... Hoppala, das will ich nicht. Ah ja, genau. Ich will immer mit der Maus ziehen, die Karte. Ist aber gar nicht so. Hier hinten müssen wir hin. Im Normalfall sind wir eigentlich immer ziemlich früh gekommen, so vor 10 Uhr sogar schon. Und waren dann da bis... 24 Uhr, teilweise 3 Uhr morgens. Und die Rückfahrt war immer so unentspannt. Da haben wir dieses Jahr gesagt, nee, machen wir mal kürzer. So. Ja, was noch? Hatte ich ja schon gepostet, Velaya-Streams sind jetzt vorerst pausiert. Da ist jetzt nicht so viel Andrang drauf. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand drauf warten wird. Wenn ich mir die letzten Folgen so angucke, hat niemand, und mit der Betonung liegt auf niemand, auch nur eine Folge davon gesehen. Was ist denn da vorne links? Ein Troll. Okay. Dann geht schon mal vor, ich komme sofort nach. So. Guter Zeitpunkt für... Ach du Scheiße. Nicht genügend Magicka. Aber dafür gibt's ja... Los! Auf geht's! Ich glaube, die machen nicht genug Schaden für den Troll. Nö, die machen nicht genug Schaden für den Troll. Schauen wir mal. Könnte klappen. Wir müssen nur am Ball bleiben und alle draufprügeln. Ne? Guter alter Schubskreis. Einer in der Mitte, alle rumherum und dann wird hin und her geschubst. Selbst die Wand macht mit. Es ist ja auch so. 9 von 10 Leuten finden ihn lustig. Der Troll jetzt nicht, aber wir anderen schon. Hätte er sich halt nicht das Team hier aussuchen sollen. Tja, das war's für dich, Penner. Falsch! Wo willst du denn hin? So. Alles erledigt, wir können weiter. Würde sagen, ich reite hier so hin und dann können wir über diese Straßen gehen. Das sollte doch funktionieren, oder? Ja, also wie gesagt, die Folgen von Velaya hat nicht wirklich irgendwann überhaupt geguckt. Und deswegen... Oh, siehst du, ich werde es irgendwann mal an einem Samstag, Sonntag, verlängerten Wochenende... durch Let's Playen, weil es dürfte gar nicht mehr so viel passieren. Wir sind schon verflucht weit. Haben fast 200 Geschick.
Und, ungemein viel Geld. Ne, Geld nicht. Geld habe ich. Ich habe ganz viel Geld ausgegeben. Also viel Geld haben wir nicht. Moin, Mädels. Na, auf die drei Jagd. Good luck. Lasst euch nicht von einem Vampir erwischen. Ja. Ein anderes Stream-Projekt bin ich noch am Überlegen, was ich machen möchte. Bin mir unsicher. Und das wird dann wahrscheinlich auch auf Twitch mal gestreamt. Klar werden dann die. Im Nachgang werde ich dann gucken, dass ich. Da muss ich mir nochmal eine aktuelle Version von DaVinci holen. Das habe ich schon länger nicht mehr angepackt. Dann schneide ich das ein bisschen zusammen, beziehungsweise ein paar Sachen so raus, die unnötig sind. Und mache es dann als nachguckbares Let's Play auf YouTube. Wann das passieren wird, keine Ahnung. Könnte sein, dass ich damit schon. Am Wochenende? Kann ich damit am Wochenende starten? Warte, Freitag, Samstag? Nee, am Wochenende schaffe ich es. Frühestens Sonntag, wenn überhaupt. Aber da hatte ich überlegt, dass ich Velaya durchspiele. Dann frühestens nächste Woche. Frühestens nächste Woche. Was ist denn hier los? Ach, Wölfe. Barbas? Was macht der denn da? Hey! Fließt meine Feuer. Hallo? Hallo? Entschuldigung, Diana, das war keine Absicht. Wo ist denn der Wolf jetzt hin? Ist das kalt hier? Eisgeist. Und der Wolf hat sich verzischt, oder was? So. Hey, wenn dann so. Hab ich überhaupt? Die sieht man immer so schlecht. Vor allem, wenn dann einem noch kalt ist. Magika alle. Hoppala. Direkt noch die Heiltränke mitgesoffen. Wo ist mein... Ach, da. Boah. Wie viele... Wir haben Barbas, wir haben das Pferd, wir haben den Feuertronarch und den Nasser. Mit mir sind wir 5 Leute. Hey Mann, das ist ja schon ein halbes Fußball, eine halbe Fußballmannschaft hier. Vorsicht! Nicht, dass der mir hier die Eisdinger auf den Boden legt. Na? Wunderbar. So. Guck mal, können wir auch schon besiegen. So ein Drecksviech. Hat einer den Wolf gesehen? Den Eiswolf. Ich hätte gern das Fell. Nasi, Entschuldigung. Der liegt hier. Schön. Wunderbar. Direkt ganz viel Action hier. Mensch. Barbas. Barbas. Ach Mensch. Der ist so anhänglich, ne? Es wird wärmer? Ich find's gut, dass es wärmer wird. Mal eben gucken, können wir hier lang? Ja, hier können wir nach unten rum. Und dann einen Bogen um den... Ach, guck mal, kaiserliche. Da wollen wir aber nicht rein. In die Höhle des verlorenen Echos. Hier um die Kurve rum. Boah, durch gewärmere Täler. Angenehm. Wisst ihr, was übrigens furchtbar zeitaufwendig und nervig ist? Wenn man Windows 10 auf einen HDD-Laptop neu installiert und dann Updates zieht. Ist nicht meiner, nein. Aber der ist hier jetzt schon seit... Hey, hallo? Hallo, Wolf. Klatsch. Der ist hier jetzt schon, ich glaube, seit 6 Stunden zugange. Und nachdem ich jetzt ganz viele Updates gezogen habe, auch größere, hat er jetzt seit etwa einer Stunde von den Updates verarbeitet 23%. Ich vermute, der wird hier noch bis 24 Uhr am Rödeln sein. Was machen denn die Gefährten hier?
Aber hör jetzt mal auf damit, ja? Da ist ja... Ja, ne, da ist was. Was machen die denn da? Was kämpfen? Was bekämpfen die? Ein Säbelzahntiger. Da mische ich mit. Auf geht's. Schneesäbelzahntiger. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht die Gefährten treffe. Moment. Ach, da passt ein Schubskreis. Na, Vorsicht hier. Klatsch, klatsch, klatsch. Und ein Auge war dabei. Schön. Das grapschen wir erstmal mitten aus der Höhle raus. Boah, zerdrückt. Mist. Schön, dass es heller geworden ist. Zwar ist ihm noch kalt, aber... Hier rechts runter. Ich glaube, wir müssen rechts runter, oder? Warte noch mal eben kurz ein Stück hier hoch, aber... Sieht ganz stark danach aus. Ja, wir müssen rechts runter. Umgestürzter Turm. Warten wir mal kurz rüber. Vielleicht liegt da ja was, was wir plündern können. Oder es sind Eiswürfe. Yenasa! Barbas, wo seid ihr? Au! Nein! Nein! Barbas! Mach was! Wunderbar. So gefällt mir das. So. Als Atronarch ist mit vorne in der Partie. Jetzt haben wir's. Ist das hier? Das ist das beschworene Schwert von Pergo. Wo kam der denn jetzt her? Und wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Sag mir nicht hier. Ach, guck mal. Hier oben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir das direkt nochmal machen. Also, Barbas. Jetzt aber volles Front rein da, ne? Attacke! Pferd geht auch direkt rein. Oh, die sind mal ganz gebündelt auf einer Fläche. Na, dann gehe ich mal von hier links und prügel auf den... Oh, schade. Ich will nicht reiten! Nein! Wollt den Wolf plündern. Kannst weitermachen, Pferdchen. Aufs Maul! Ui. Ja. Den ist er voll am Ausrasten hier, ey. Eieieiei. So, was haben wir denn hier? Oh. Hier hinten? Können wir uns hier aufwärmen? Ein Wildbret-Eintopf. Nicht schlecht. Und das Ding voll am Wackeln. War was, wenn du mich jetzt ins Feuer schiebst, ne? Und der macht's auch noch. Der wollte mich glatt reinschieben. So ein Penner, ey. Hier geht's hoch. Hier ist doch was. Ein Zwergenschwert, ein Geldbeutel und eine Truhe. Hat sich doch gelohnt. Ja, dachte ich mir doch. Irgendwo muss ich einen Abschnitt übersehen haben. So. Was haben wir hier? Oh ja, ein bisschen Geld. Gut, jetzt haben wir genug rumgeblödelt und rumgetrödelt. Gehen wir runter zur Höhle. Um eine Axt zu besorgen. Eine Axt, um einen Schädel zu spalten. Entschuldigung. 24% hat der Laptop. Richtig gut. HDD Power. Man hört die auch immer voll arbeiten so. Ich kenne das noch von früher, wenn er die so
Als würde man so ein, was würde man aufziehen? So eine kleine Spule. So. Einmal absteigen. Barbas und Jenassa müssen noch nachkommen. Dann können wir hier in die Reiffelsenhöhle. Oh ja. Wo ist Barbas? Wo ist Barbas? Köter. Wo ist er denn jetzt? Dann gehen wir ohne ihn rein. So. Mir gefällt... Oh, da ist er schon. Mir gefällt die Höhle nicht wirklich. Ich dachte gerade, da wären Schneebären. Ein Feueratronarch. Schön. Was ist, wenn ich einen Feueratronarchen gegenüber einem Feueratronarchen beschwöre? Betteln die sich dann ewig? Au! Oi, 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 oi. Wo ist Barbas? Wie der Biss eines Flohs. Wenn ich mal auf mein Leben gucke, würde ich sagen, nicht der Biss eines Flohs. Aber wo ist Barbas? Barbas? Okay, er bellt jetzt die Wand an. Dann muss ich mit Jenassa zusammen den Feuertonarchen erledigen. So. Oh, der hat die ja schon ziemlich viel abgezogen. Die hat ihm ja schon ziemlich viel abgezogen. Hm. I've got a plan. And that plan is, wir machen hier Drachenhaut an. So. Jetzt brauchen wir mal eben die hier. Und jetzt kann ich dahin. Sebastian, dort. Das ist voll unfair. Zwei gegen eine. Habe ich noch Tränke? Ah, wunderbar. So. Wo ist er denn? Wo ist mein Feuertronarchen? Konnte nicht beschwören. Konnte wieder nicht beschwören. Jetzt klappt's. Was auch immer das war. Mein Feuertronarch hat auf jeden Fall Sebastian Lord ordentlich aufs Pfund. Aufs Fressbrett. Und jetzt sind wir drei. Die halten jetzt ein Meeting. Ich würde mal sagen, ich klopfe von hinten auf den Sebastian. Sekunde. Ja, was soll denn das? Hoi. So. Vorsicht. Lauf. Ist jetzt nur noch einer. Gut. Es ist keiner mehr. Jenassa hat gerade den Pfeil ins Schwarze versenkt. So. Wo ist der denn, Sebastian? Du hast eine Bergblume. Die wollen wir haben. Den Seelenstern auch. Den Stab benutze ich, bis er leer ist. So. War es das schon? War das schon alles? Das haben wir sogar ohne Barbas geschafft. Okay, hat mich jetzt eine Tonne Tränke gekostet, aber... Hm? Nee. Jenassa war auch ziemlich gelangweilt vom Kampf. Ist schon wieder am Gehen hier. So, Axt der Reue. Becher nehmen wir mit. Schutzgeist, Stahldurch will ich nicht haben. Und gucken wir uns die noch mal eben an. Waffen. Verursacht Ausdauerschaden, macht 24 Schaden. Okay.
Nee, den hier. Die ziehen wir mal kurz an. So. Warte mal, ich stelle mich mal hier ins Feuer. Sieht man die? Geht so, ne? Barbas, nicht ins Licht stellen. Barbas, nicht ins Licht stellen, verdammt. Oh. Sieht recht hübsch aus. Aber wir wollen den hier tragen. So. Haben wir noch. Oh! Hier ist nur noch Belohnung. Schön. Ein Apfelkuchen. Mmh. Ein Süßkuchen. Und Herzfeuer. Beschwörung auf 53. Noch nie so schnell Beschwörung gibt. Geld. Oh. 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 Habe ich nicht eine Fackel? Ja! Wunderbar. Ein Zwergenbogen. Und eine Schlossknacken-Halskette. Die kann ich gleich kaputt machen. Und Bücher! Meine Nase juckt immer noch. Mensch! Also, falls es gleich einmal Dong macht, der Laptop ist jetzt schon das dritte Mal neu gestartet, dann könnte man vielleicht einen Windows-Start-Sound hören. Der ist nämlich genau hier. Seht ihr das Licht? Das ist vom Monitor. Eine meiner beiden Katzen will rein. Ist schon wieder eine Tür hier. So. Die Wacholderbeeren lassen wir nicht liegen. Da können wir einen leckeren Wacholder draus machen. Aber es hört auf mich zu schieben. Der hält schon wieder. Ach ja, fast vergessen. Silent Depp, ich hab's schon gelesen, ich habe noch nicht drauf geantwortet, dein Kommentar. Und zwar die Questreihe von Yesine. Ja, hatte ich mir auch überlegt, deswegen wollte ich ja auch ausgerechnet nach Falkenring. Ich wollte halt die Einleitungsquest machen und bin dann mit Barbas jetzt so ein bisschen abseits. So, und jetzt muss ich mal kurz meine Katze reinlassen, sonst zerkratzt sie mir die Tür. Sekunde. So, warum ist die Karte auf? Wir sind fertig hier, ne? Was ist los, Jenosse? Hast du was zu erzählen? Nein? Dachte ich mir. Nehmen wir kurz die Fackel ab und schlafen eine Stunde, dann gibt es nämlich das nächste Level ab. Magica! Dankeschön. Was bringen mir denn weitere Beschwörungen hier? Seelen, die Bindung. Das brauchen wir nicht. Beschwörung Adept. Ja. Wäre was. Ich habe aber noch keinen Adeptenzauber. Totenbeschwörung bringt mir gerade nichts und Elementarkraft auch nicht. Dann würde ich doch erstmal sagen, sind wir hier fertig und können bei Zerstörung nichts lernen. Bei Herstellung? Lehrling. Und Erfrischung brauchen wir. Was ist das hier oben? Achso, wirkungsvoller gegen Untote. Stärkere Schutzzauber. Doppelte. Magiker regeneriert schneller. Die müssen wir unbedingt. Oh, ich muss so dringend. Ja, das heißt, den Punkt sparen wir auf. Oder habe ich hier bei Verzauberungskunst. Hier habe ich was Sinniges. 40% wirkungsvollere Verzauberung. Dann machen wir das. Das ist eine gute Idee. So. Also. Jetzt steht uns wieder ein sehr, sehr langer Marsch vor. Bevor. Zum Glück kennen wir den Weg ja mittlerweile. Das heißt, es ist ein bisschen schneller als beim ersten Mal. Ah, Sekunde. Nein, nein. Ich wollte noch schauen, ob ich nicht noch ein paar Sachen verzaubern kann. Guck mal, ich habe nämlich noch so ein paar schwächere Seelensteine. Das Schwert werde ich sowieso nicht benutzen. Feuer- und Frostschaden habe ich. Ja, was passiert so? 300 Wert. Wunderbar. Zwergenbogen werde ich auch nicht benutzen, weil ich benutze keine Bögen. Schön. Und direkt schon wieder ein Drittel vom Level geschafft. So muss das laufen. Eisenfall? Ach, der kommt von Jonas wahrscheinlich. So. Muss dann wieder durchs Bild huschen, ne? Hallo, ich sehe nichts und du bist auf meiner Maus. Füßchen weg. Den kannst du hier hinpacken. Na. Moment.
Nein. Was zum... Was sind das denn für Tricks, die du da machst? Versuchst du einen Kickflip? Ich musste mir mal kurz meine Unterlage, mein Mauspad, ein bisschen näher ranziehen. Man muss sich das vorstellen. Hier ist die Maus. Hier ist die Katze. Keine Bewegungsmöglichkeit. Oh. Das wird ein langer Weg. Ich lasse es jetzt mal erstmal so nochmal laufen. Bei Gothic habe ich eigentlich auch so gut wie nie rauspausiert. Bei Morrowind Oblivion habe ich es, glaube ich, auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich mache jetzt Pause, wir machen jetzt das und das eben, weil das dauert einfach zu lange. Ihr müsst mir das mal schreiben. Wollt ihr, dass ich, wenn ich längere Laufwege habe, ich glaube, da oben ist Drache. Wenn ich längere Laufwege habe, pausiere, den Laufweg laufe, solange nichts Spannendes passiert, nur beim Ziel wieder zuschalte. Aber wobei, nee, das macht ja den ganzen Überlebensmodus kaputt, oder? Ach nein, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Such dir einen anderen Spielpartner. Ja. Wir machen erstmal normal das Reiten. Und ich muss dann einfach gucken, dass ich das irgendwie befüllt kriege mit Sachen, die ich euch erzählen kann. Gerade wird dem Charakter kalt, das ist aber nicht schlimm. Wir sind nämlich schnell hier durch. Denn wir können ja sprinten. Lass die Finger weg vom Kabel. Wenn du da den Stecker ziehst, ist der Laptop aus. Der Akku ist kaputt. Oh, nein. Na. Boten weg. Katzen und Kabel, hm? Der knabbert auch immer an meinem Handykabel. Ich bin schon beim dritten Ladekabel. Dass der noch keinen Gewisch bekommen hat, ne? Ist ein reinstes Wunder. Ich glaube, jetzt hat's den, ach, zum Glück doch nicht. Ich dachte gerade, jetzt hat's den Laptop zerschrotet. Wo sind wir gerade? Wurde ich so stark abgelenkt, dass ich nicht weiß, wo wir sind. Ich denke, wir laufen noch richtig, oder? Ich muss rechts runter! Da! Ich denke, hier lang. Ich denke, wir müssen hier lang. Es sieht gut aus, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wunderbar. Hä? LOL! Hort, der macht Luftelementarraserei. Aha. Schön. Und das Gute ist, wir haben eine Drachenseele. Feier. Am Arme mit einer höheren Geschwindigkeit. Das lernen wir. Aktivieren. Ja. Und benutzen. Schön. Unser Tum, also unser Fuß, ist ja nicht so stark. Wir brauchen nämlich das Fußrodar. Lernen wir aber erst bei den Graubärten. Die sind noch nicht so früh dran. Also erstmal steht hier Barbas noch auf der Karte, Speisekarte. Ne? Nach Barbas gönnen wir uns einen kleinen Nachtisch und kümmern uns so ein bisschen um hier Sine. Ich habe eine Idee. Ich schnapp mir mal diesen Hasen nach vorne. Der gibt nämlich eine geringe Seele. Junge, der hat da hinten Säbelzahn. Ist ja schnell! Panickel bleibt stehen. Hey! Sehr gut. Da hinten zwei Säbelzahntiger zerlegt. Ist das ein Ork? Ja, moin. Meiner. Okay. Alter Ork. Die kennen wir ja schon, die alten Orks. Und... Nein, ich werde den nicht bekämpfen. Der ist viel zu stark. Was bist du? Eldros. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung.
Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ja, ja, bitte, Entschuldigung. So. Wir können sofort weiter. Ich wollte nur eben die paar Blumen noch einsammeln, wenn ich sowieso schon abgesattelt habe. Ja, aber was? Wir sind ja schon bald fertig. Du kannst ja gleich wieder bei Clavicus Weil an seiner Seite stehen. Kriegen wir eigentlich eine Belohnung dafür? Ah, Nacken. Weiß ich gar nicht mehr. Weil eigentlich ist mein Ziel auch, dass ich 15 dedrische Artefakte sammle. Das ist nämlich noch so ein Steam-Erfolg, den ich nicht habe. Wollte ich schon immer mal gemacht haben. Habt ihr die schon alle gesammelt? Also ich habe so immer die typischen Artefakte. Azuras Stern. Den, Saviors Hide. Ich weiß nicht, wie er aufs Deutsch heißt. Das ist das, was aber der von der Szene-Questreihe kommt. Namiras Ring. Jetzt wird es aber langsam schwierig. Boah, was habe ich noch immer geholt? Dämmerbrecher, klar. Dämmerbrecher. Soll ich euch. Wohin soll's gehen? Einmal bitte nach Falkenring. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Danke. Babas, ich muss in die Kutsche jetzt. Also, warte, was habe ich noch immer geholt? Ich hoffe, es bleibt so. Ich kann euch zu. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oh! Hunger. Ausgehungert und erschöpft. Würde ich sagen, wir essen erstmal einen Apfelkuchen, zwei Kartoffelsuppen und geht dann ins Gasthaus. Nee, das ist es nicht. Da, hier. Hier ist das Gasthaus. Wie heißt das? Dead Man's Drink. Totmannstrunk. Nett, nett. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch immer voll am Ausrasten. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft verteilen. Willkommen im Totmannstrunk. Moin. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Danke. Welches ist es? Ich zeige euch euer Zimmer. Ja, hier, ich habe einen lauten Hund, also, ne? Ich wäre ja fast geneigt, euch zu bitten, mich auf eines eurer Abenteuer mitzunehmen. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ruhe. Raus! So, wir haben 7 Uhr morgens. Ich schlafe mal 5 Stunden, dann müsste ich ausgeruht sein. Oder? 5 Stunden sollte reichen. Wow! Laptop hat sich auf 91% katapultiert. Nicht schlecht. So. Zeigt Respekt, solange ihr hier seid. Dann gibt es zwischen uns beiden auch keine Probleme. Okay. So. Weiter geht's. Den Weg kenne ich jetzt. Schneller, Pferdchen, schneller. Wenn wir Glück haben, sind auf dem Weg auch noch keine neuen Banditen wieder aufgetaucht. Dann können wir einfach nur durchreiten. Bei dieser... Bei irgendeiner Hütte waren die nämlich und hatten da so 2 Fallen aufgebaut. Da waren, glaube ich, 2, 3 Banditen. Wenn man vom Teufel spricht, was bist du denn? Nicht feindselig. Das ist sehr schön. Sowas gefällt mir. Kann häufiger passieren. Ja. Meine Überlegung ist... Nee, ich werde es, glaube ich, sogar so machen. Wenn wir mit... Also wenn ich jetzt gleich dann die Axt zu Clavicus Weil gebracht habe und wir den Barbas zurückgebracht haben, dann werde ich offscreen zurück nach Falkenring laufen, damit wir in der nächsten Folge gleich mit der hier Scene-Quest-Reihe starten können. Dann sind wir ja ziemlich weit, ne? Was die dedrischen Artefakte angeht. Welche Folge haben wir denn jetzt? 16? Ich glaube 16 wird's. Oder 17? Sag doch mal, ey, Hirsch. Was ist es denn jetzt? Welche Folge ist es? Hätte nicht geantwortet. Kommt's gerade ein bisschen leer und unheimlich vor hier in der Wildnis? Wenn so gerade gar nichts da ist? Mal ein Hase oder... Na guck mal, da ist doch schon wieder einer. Und schon wieder ein Elch. 2 Elche. Haha, mein Pferd ist schneller als ihr. Lappen.
Die Stelle, ich erinnere mich gerade, da habe ich ein Thumbnail gemacht mit der Fahne. Mit dem roten Helikopterhut auf, beziehungsweise roten Warnhelm auf Barbers Kopf. Bin noch nie so viel in Skyrim hin und her gelaufen. Der Überlebensmodus zwingt einen, tut einem eine Menge Dinge ab. Tut einem eine Menge Dinge ab. Zwingt einen zu eine Menge. Zwingt einen zu eine Menge Dinge! Herrgott! Das mache ich übrigens nicht absichtlich. Das passiert halt manchmal. Da hat man irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Gerade wenn man. Lass mich hier durch. Oh nein. Nein. Pferdchen. Vielleicht komme ich da rechts bei den Trümmern lang. Oh oh. Oh ja, sehr gut. Hier müsste ich doch rüberkommen, oder? Oh! Nicht in die Spikes. Es tut doch weh. Ah, okay. Ja, dann machen wir das so. Sah deutlich sinniger aus als das, was ich geplant habe. Wir nehmen den rechten Weg. Denn so ist es mir lieb. Ist doch der richtige, ne? Oh. Ja, wir müssen hier so rum. Meine Fresse, ist das weit. Ich glaube, ich werde in diesem Let's Play den Erfolg 9000 Meilen gelatscht bekommen. Definitiv. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Entschuldigung. Falsche Adresse. Die Pizza muss woanders hin. Nicht erfrieren, bitte. So kalt ist es doch gar nicht. Guck mal. Es ist nur ein bisschen Schnee hier. Nur ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen. Hier sind wir richtig. Das ist nämlich das Lager der Sturmmäntel. Hm? Mhm. Die Wärme ist jetzt... die ist wärmer. Ah. Der Weg gefällt mir dann auch gleich viel besser, wenn er nicht so arschkalt ist. Oh. Der hat absolut gar keine Ausdauer mehr. Gut. Edra und Dedra haben wir gelesen. Welches für ein Buch habe ich denn jetzt nochmal mitgenommen? Ich habe irgendein anderes Buch noch mitgenommen, das wir jetzt gleich noch lesen werden. Weiß es gerade gar nicht mehr. Buch Edra und Dedra war aber auch sehr, sehr, sehr knapp. Wenn man das mit den Geheimnissen von Prinzessin Talara vergleicht. Das war ja ein Riesenschmöker dagegen. Wird schon wird später bestimmt lustig, wenn wir bei der lustigen argonischen Maid ankommen. Oder Lustpollen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß nur, dass es auf Englisch heißt The Lusty Argonian Maid. Guck mal, wo sie schon sind. Bei der Höhle. Hier haben wir Clevicus Weil, der auf seine Axt wartet. So. Barbas ist auch schon da. Jenasse auch. Wunderbar. Mittlerweile habe ich auch wieder gar kein Kabel an der Maus, weil meine Katze sich immer näher an die Maus ransetzt. Schön. So, ihr beiden. Auf geht's. Vampire dürften ja nicht neu gekommen sein. Kartoffeln und Äpfel nehmen wir doch gerne mit. Ich beneide die Kreaturen nicht, die an solch kalten und dunklen Orten leben. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt funktioniert die Falle. Als ich da den Vampir durchlagen wollte, hat das nicht geklappt. Ich dachte, die wäre kaputt. Mensch. Und ein kurzes Update zum Update. Der Laptop ist fertig. Ah, wunderbar. Kann ich den demnächst wieder zurückbringen. Was ist denn das noch? Ich glaube jetzt da vorne noch rechts rum. Hier runter. Dann müsste das gleich schon da sein. Ach nee, warte mal. Hier geht's jetzt nochmal durch den Durchgang. Boah, da müsste doch gleich die Statue da sein. Hm. Ja. Sehr nah. Sehr, sehr nah.
Ihr könnt sie schon förmlich riechen. Schon förmlich schmecken. Ich würde die Fackeln gern mitnehmen. Leider sind sie in die Wand betoniert. Da war sogar ein Plus. Stimmt, hier war ein Vampirdiener, glaube ich. So. Hier müsste... Ja, also, da ist es ja. Machen wir kurz einmal einen Entscheidungsspeicherstand. Denn ich glaube, hier kann man sich schnell richtig oder falsch entscheiden. Ja, sie juckt. Ey. Ach, hier sind auch überall Schwerter. Ja, ja, ich gebe ja schon die Axt zurück. Ach, ihr habt die Axt und meinen Hund. Großartig. Hier sind wir. Hier sind wir wieder. Jetzt liegt es an euch, euren Teil der Abmachung einzuhalten. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. Nö, der ist viel zu stark. Danke. Nein, ihr könnt Barbas und die Axt behalten. Mit euch ist es überhaupt nicht lustig. Ich muss wohl woanders für Spaß sorgen. Mach das. Und wenn der Bursche wieder da ist, besitze ich wieder meine ganze Macht. Eine ganze Welt wartet auf mich. Peace. So. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Ja, ja. Und findet Herrchen. Herrchen holt kosmische Axt. Alle sind glücklich. Kommt her, Clever. Keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Einsicht zeigt. Ich habe euch vertraut. Jetzt vertraut ihr mir. Okay. Was bedeutet das jetzt? Sehr gut. Wenn man ein paar Jahre in einer Höhle eingesperrt war, vergisst man, wie großartig sich überragende Macht anfühlt. Schade, dass ihr euch etwas so Langweiliges gewünscht habt und ich den Clever wieder aufnehmen sollte. Euch fehlt die Fantasie. Oh. Dieser fehlende Ehrgeiz sollte bestraft werden. Vielleicht solltet ihr in einen Wurm verwandelt werden. Oder ein paar Jahrzehnte... Nein. Oh gut, nehmt meinen Segen entgegen und lasst es gut sein. Für mich gibt es sowieso noch Interessanteres. Kriege ich die Maske? Ja, ich krieg die Maske! Hey. Ich meine, die sieht nicht schön aus, aber... Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Was guckst du so? So, gut. Bücherstunde. Welches Buch habe ich mitgenommen? Ja, wir haben verstanden, dass du abgedatet hast. Ruhe jetzt. Ich habe mitgenommen Ahn und die Dunmer. Also, hier machen wir, wie gesagt, einen Cut. Ich werde offscreen vor der nächsten Folge nach Falkenring laufen. Das mache ich aber morgen nach dem Upload dieser Folge. Das heißt, ihr habt noch Möglichkeit, Einwände zu schreiben wie Nein, das muss nicht rein. Nicht die Laufwege rausschneiden, das geht gar nicht. Ja, und jetzt geht es erstmal daran, Ahnen und die Dunmer zu lesen. Wie viele Seiten hat das denn? Okay, etwa so viel wie Prinzessin Talara. Dann machen wir es immer so im Bereich 4 Seiten. Alles klar. Ahnen und die Dunmer. Geister wandeln unter ihnen. Die Seelen der Dunmer und vielleicht auch die der anderen Völker bleiben nach dem Tod weiter bestehen. Die Geschlechter der Dunmerhäuser nutzen das Wissen und die Macht ihrer Ahnen. Der Bund zwischen den lebenden Familienmitgliedern und den unsterblichen Vorfahren besteht zum Teil aus Blut, zum Teil aus Ritualen und zum Teil aus Willenskraft.
Wenn durch Heirat ein neues Mitglied der Familie beitritt, bindet es sich durch Rituale und Schwüre an den Clan und erhält von den Ahnen des Clans Nachrichten und Vorzüge. Jedoch ist sein Zugang zu den Ahnen geringer als der seiner direkten Nachkommen. Und er behält auch den Zugang zu den Ahnen seiner eigenen Blutslinie. Der Familienschrein. Jeder der Wohnsitze verfügt über einen Familienschrein. In ärmeren Häusern mag er nicht mehr als ein Sims oder eine Nische sein, in der Familienreliquien aufgestellt und verehrt werden. In reicheren Häusern wird den Ahnen ein eigener Raum zugeteilt. Dieser Schrein wird wartende Tür genannt und er repräsentiert das Tor zum Reich des Vergessens. Hier zollen die Mitglieder der Familie ihren Ahnen durch Opfer und Gebete, durch Pflichtschwüre und mit Berichten über Familienangelegenheiten Respekt. Im Gegenzug erhält die Familie von den Ahnen Informationen, Unterweisungen und Segnungen. Somit sind die Ahnen die Beschützer des Heimes und vor allem der wartenden Tür selbst. Und bei der Geisterwahl machen wir dann nächste Folge weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Folge entweder am Falkenring oder wieder hier, damit wir den Rückweg antreten können. Haut rein. Tschö.